Eine 29 Jahre alte Autofahrerin ist am Freitag bei einem schweren Unfall im Edertal getötet worden. Ihre 6-jährige Tochter überlebte das Unglück schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei wollte die Frau aus einem Wildunger Stadtteil auf dem Weg in Richtung Bergheim einen LKW, einen Kleintransporter und ein Auto überholen. Dessen 23-jähriger Fahrer wollte ebenfalls überholen, scherte aus, bemerkte den von hinten kommenden Wagen der Frau und scherte wieder ein. Die Wildungerin reagierte, verlor aber dabei die Kontrolle über ihren Audi und kam von der Straße ab. Der Wagen drehte sich und prallte genau mit der Fahrerseite gegen einen Baum. Dabei zog sich die junge Mutter tödliche Verletzungen zu. Die Besatzung des hinzugerufenen Rettungshubschraubers Christoph 7 flog die schwerverletzte Tochter ins Klinikum nach Kassel. Einsatzkräfte der Feuerwehr Bergheim-Gifflitz mussten die getötete Frau aus dem völlig zerstörten Auto bergen. Ein Gutachter soll nun das folgenschwere Unglück rekonstruieren. Der Unfall am Freitagmorgen ist der 2. mit tödlichem Ausgang im Landkreis in dieser Woche. Erst am Montag hatte eine 26-Jährige bei Ederbringhausen die Kontrolle über ihr Auto verloren, war mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Die Frankenbergerin erlag in einer Kasseler Klinik ihren schweren Verletzungen.